Shalom. Frieden. Salam. Yasse Shalom, Yasse Shalom, Shalom Aleinu, Yaakov Israel. So, dass wir, wo der Imam und die anderen Geistlichen zusammen waren, dass wir einander einfach erstmal erzählt haben, wie ist das? Ihr habt gerade Ramadan, wie fastet ihr jetzt eigentlich den ganzen Tag? Also das aneinander interessiert sein ist, denke ich, ganz wichtig. Und das war hier heute auch. Ich habe es auch diese Atmosphäre gespürt. Bei den verschiedenartigen Gesängen und Texten eine ganz große Aufmerksamkeit der Leute. Miteinanderleben ist möglich, wenn alle Seiten sagen, wir wollen das, wir gehen aufeinander zu, wir lernen uns kennen und wir leben zukünftig gemeinsam, dann funktioniert das. Und das heute ist wieder mal der Beweis dafür. Grandioser Tag, die Woche war sehr erfolgreich, aber heute, ich meine, das übertrifft die höchsten Erwartungen, weil ganz viele Menschen zusammengekommen sind, nicht nur aus Bad Münder, sondern eben auch Gäste zu uns gekommen sind, verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen, die Stimmung ist grandios und ich glaube, davon werden wir noch lange ja, profitieren.
ist noch gelb. Hier ist auch gelb. Und jetzt ist er da. Als Sohn eines luxemburgischen Botschafters in Kairo, der nur zufällig ein paar Tage in Damaskus weilt, wollte er sich ausgeben. Er hatte sich ausgerechnet, dass die Touristen ihm sehr schnell vertrauen würden, da er blond war und vier Sprachen perfekt sprach. Ich glaube, dass in dieser Andersartigkeit ganz viel Gemeinsames liegt. Der Wunsch nach Harmonie, nach Frieden, nach einem gemeinsamen Miteinanderleben, nach dem gemeinsamen Aufziehen von Kindern und vielleicht auch ganz viele gemeinsame Werte. Und ich hoffe, dass die heute auch noch ein bisschen mehr erkannt werden als Gemeinsamkeit. Offensichtlich ist es gelungen, zahlreiche Mitwirkende ganz unterschiedlicher kultureller Gruppen und Nationen für diese Idee zu begeistern. Ich bin tief bewegt. Menschlichkeit und Respekt, das ist das, was zählt. Gemeinsam sind wir stark und dazu auserwählt. Danke und nochmal ein großer Applaus für die Akteure dieser Aktion.